Herzlich willkommen zum dritten Lauf der Meisterschaftsserie 2018 in Brands Hatch. Die ersten zwei Läufe sind durch. Leider konnte ich nur einen Punkt bisher erfahren und bin somit auf dem 15. Platz in der Gesamtwertung. Ich hoffe, dass sich das jetzt in Brands Hatch deutlich ändern wird, wobei der Kurs sehr anspruchsvoll ist. Ein paar Infos zu der Rennstrecke in Brands Hatch. Im Jahre 1950 erhielt der leicht veränderte Kurs einen Asphaltbelag und es fanden Rennen der Formel 3 statt. Ab 1956 gab es hier außerdem Rennen der Formel 2. Nach weiteren Ausbauten wurde Brands Hatch in den Terminplan der Formel 1 aufgenommen und profilierte sich im Wechsel mit Silverstone als Austragungsort für den Großen Preis von Großbritannien. Seit dem Umbau 1959 existieren zwei Streckenvarianten. Die kurze Version mit 1,93 Kilometer Länge wird als Brands Hatch Indy Circuit bezeichnet. Der erste Formel 1 Grand Prix auf der langen Variante fand im Juli 1964 statt. Es folgten danach noch 11 weitere Grand Prix auf dieser Strecke. Im Laufe der Zeit genügte der Rennkurs jedoch nicht mehr den ständig wachsenden Sicherheitsanforderungen der Formel 1. Und sowohl das Fahrerlager als auch die Boxenanlage wurde irgendwann ebenfalls als völlig unzureichend eingestuft. Der letzte Formel 1 Grand Prix wurde im Jahr 1986 in Brands Hatch ausgetragen. Der 3,9 Kilometer lange Kurs Brands Hatch Race Circuit ist eine Berg- und Talbahn quer durch eine Waldlandschaft und gilt fahrisch als sehr anspruchsvoll. Das kann ich nur bestätigen und ich habe hier große Mühe, echt eine gute Rennlinie zu finden. Heutzutage finden in Brands Hatch zwar keine Formel 1 Rennen mehr statt, aber es werden immer noch eine ganze Reihe anderer wichtiger Motorsportereignisse wie Superbike, Tourenwagen, Champ Car und Formel 3 Rennen dort ausgetragen. Während der Sommer-Paralympics 2012 wurden die Radrennen auf einem Teil der Strecke ausgetragen. Beim Setup mache ich nicht viel. Ich habe die weichen Reifen aufgezogen und habe etwas am Differential verändert. Ansonsten fahre ich erstmal mit den Standardeinstellungen, um hier die Strecke kennenzulernen. Gerade hier an Start und Ziel. Danach finde ich, ist das eine sehr schwierige Kurve, die richtig zu bekommen und hier nicht von der Strecke abzufliegen, beziehungsweise den falschen Bremspunkt zu setzen. Aber wir sind ja erst am Anfang des Trainings. Jetzt geht es erstmal darum, die Strecke wieder ein bisschen kennenzulernen, die richtigen Gänge zu finden für jede Kurve und wieder so ein gutes Gefühl zu bekommen. Ich nutze ja die Trainingszeit immer, um etwas über die aktuellen Rennsport-News hier zu informieren. Und da fangen wir mit einer Meldung vom 16. Januar an. Williams holt Sirotkin statt Kubica. Es bahnte sich schon 2017 an, nun hat Williams endlich reinen Tisch gemacht. Der britische Traditionsrennstall hat Sergej Sirotkin dem erfahrenen Robert Kubica vorgezogen. Während der Pole die Rolle des Entwicklungsfahrers einnimmt, debütiert der russische Nachwuchsfahrer an der Seite von Milliardärssohn Lance Stroll in der Formel 1. Noch eine Meldung vom 16. Januar. Tomczyk verstärkt das BMW-Kundenteam. Ex-DTM-Champion Martin Tomczyk wird 2018 einen Gaststart beim 24-Stunden-Rennen in Daytona absolvieren. Tomczyk wird demnach in der GTD-Klasse an den Start gehen, wo das Team auf den BMW M6 GT3 setzt. Viel Erfolg! Alex Zanardi plant ein Comeback mit BMW bei den 24 Stunden von Daytona 2019. Ein großer Name kehrt im Jahr 2019 zurück auf die große Motorsportbühne. Alex Zanardi, der Italiener, der nach einem Horrorcrash auf dem Lausitzring 2001 beide Beine amputiert wurden, geht 2019 beim 24-Stunden-Rennen in Daytona mit BMW an den Start. Das verkündeten die Münchner im Rahmen ihres Jahresabschlusses 2017. Und noch eine Neuigkeit aus der Formel 1. Ferrari und Mercedes präsentieren am gleichen Tag ihre neuen Formel 1-Renner der Öffentlichkeit. Mercedes präsentiert seinen 2018er Formel 1-Boliden am Donnerstag, den 22. Februar. Ausgerechnet an diesem Tag stellt bereits Ferrari die neue rote Göttin der Öffentlichkeit vor.
Allerdings verspricht Mercedes, den Terminplan für den Fahrzeug Blanche mit Ferrari abzustimmen, damit es keine Überschneidung geben wird. Während Ferrari erneut nur im Internet präsentiert, lädt Mercedes nach Silverstone ein. Wie im vergangenen Jahr hat das Stuttgarter Unternehmen die Strecke nahe der Silberpfeil-Fabrik in Brackley gebucht. Entsprechend gibt es nicht nur die Enthüllung des Autos, sondern auch die ersten Runden werden gedreht. Das Reglement erlaubt 100 Kilometer mit Spezialreifen für Filmaufnahmen. Mercedes wird die Präsentation nicht nur im Internet zeigen, sondern auch Journalisten an den Boliden vorlassen. Das ist bei Ferrari nicht angedacht. Auch ob die rote Göttin von Sebastian Vettel und Kimi Räikkönen ihren Shakedown wie im Vorjahr im Rahmen der Präsentation auf der Hausstrecke in Fürano haben wird, ist vollkommen unklar. Bei Mercedes enthüllen die beiden Stammpiloten Lewis Hamilton und Valtteri Bottas den Silberpfeil des Jahrgangs 2018. Das sind extrem kritische Stellen, wo auch leicht das Heck rumkommt. Auch hier bei dieser Kurve muss man schön jetzt innen bleiben und aufpassen, dass man nicht zu früh Gas gibt. Und schon passiert es ja. Okay, eingeschlagen, alles klar. Aber genau das ist es. Wenn man zu früh aufs Gas geht, kommt das Heck hinten rum und dann hat man keine Chance und knallt gegen die Leitplanke. Ja, ich nutze den Crash, um hier auch mal die Boxeneinfahrt kennenzulernen. Die ist nämlich nicht so ohne. Sehr kurvig, muss man auch einmal gefahren haben, falls im Rennen dann doch mal die Box angefahren werden muss, dass man hier die notwendigen Streckenkenntnisse hat, um nicht zu viel Zeit zu verlieren. Ich habe noch ein Anliegen in eigener Sache. Gegen die KI zu fahren ist zwar gut und auch hier durch die ganzen Updates bei Assetto Corsa auf der PlayStation fährt sich gegen die KI eigentlich relativ gut. Also klar, es gibt Situationen, da rempelt die KI relativ stark oder kriegt nicht mit, dass man auf der Innenseite ist und verursacht dann einen Unfall. Aber so macht das schon Spaß. Worauf ich mal wieder Bock hätte, ein paar Online-Rennen zu veranstalten. Und zwar hier auch im Rahmen so einer Meisterschaft 10 Rennen zu machen. Den Meister 2018 zu ermitteln, auch auf diesem Fahrzeug. Und ja, das lässt sich einigermaßen leicht fahren. Es gibt ein bisschen Setup-Einstellungen, aber nicht so viele. Und mir schwebt hier eine Online-Liga vor. Ich habe auf Facebook eine Gruppe dazu gegründet. Ich werde in die Videobeschreibung noch die entsprechenden Daten reinmachen, damit ihr den Link haben könnt. Und mitmachen kann eigentlich jeder und das ist eine Rookie-Meisterschaft, also sprich die Zielgruppe sind hier ganz klar die Anfänger. Mindestalter mal 16 Jahre, ansonsten kann jeder mitmachen, der sich bisher noch nie getraut hat online zu fahren oder der Angst hat vor diesen ganzen Schnellen und dass immer im Rücken jemand einen überrunden möchte und dann gibt es wieder Gemecker und weil der nicht ausreichend Platz gemacht hat und mir geht es in der Rookie-Liga echt darum, Spaß am Fahren zu haben, man muss fair miteinander umgehen. Natürlich macht der Ton immer die Musik und es macht keinen Sinn, sich hier gegenseitig anzubrüllen oder gar zu beschimpfen oder den anderen als unfähig zu bezeichnen. Ganz im Gegenteil, sondern hier soll man seine ersten Erfahrungen sammeln, soll die ersten Online-Rennen machen, sodass man peu à peu sich an das ganze Renngeschehen herantasten kann, ohne dass man immer nervös ist oder Angst haben muss, oh je, jetzt kommt gleich einer, jetzt wird wieder gemeckert, was mache ich nur, verlasse ich die Ideallinie, wenn ich sie verlasse, fliege ich aber selbst von der Strecke und nein, der hängt mir schon im Getriebe drin und so weiter. Also all diese Dinge, die halt bei den Online-Rennen immer kritisch sind und natürlich Leute, die hier nur auf Crash aus sind, die fliegen sofort wieder raus. Das ist selbstverständlich, ja, Rennunfälle passieren. Das gehört dazu, sonst würde es keine 2, 3 oder 4 Kämpfe geben. Aber wer absichtlich die Leute von der Strecke drängt oder gar absichtlich
Unfälle verursacht, der fliegt natürlich auch raus. Ganz klar, hier geht es darum, gesittet zu fahren. Und bei 10 Meisterschaftsläufen kommt es nicht auf die erste Kurve drauf an, sondern da kommt es drauf an, dass ich konstant in die Punkte fahre und konstant meine Rennen beende. Geplant habe ich, den Rennabend immer Mittwochabend zu machen. 20 Uhr sollte die Loppi starten. 10 Minuten Training, 10 Minuten Qualifying und dann ca. 40 Minuten Rennen. Ich weiß, in Assetto Corsa, wenn man eine Lobby erstellt, gibt es nicht die Zeitoption, sondern nur die Rundenoption. Das wird dann halt entsprechend umgerechnet, sodass man ca. 40 Minuten Renndauer hat. Das hängt dann natürlich sehr stark von der Rennstrecke ab. Das heißt, ein Rennabend ist so nach ca. 60 Minuten beendet, so dass das auch alles sehr gut zu planen ist. Wer Familie hat oder andere Verpflichtungen, Kinder und so weiter, der ist ja immer wieder ganz froh, wenn das alles sehr gut planbar ist. Und ich würde mich freuen, wenn ihr einfach teilnehmen wollt. Klickt auf die Facebook-Gruppe, tretet bei. Dort werden alle Informationen nochmal bereitgestellt. Und da können wir uns natürlich dann auch über die PS4 adden, so dass man dann mal eine Party erstellt und mal über Headset miteinander kommuniziert, vielleicht mal einen Trainingsabend stattfinden lässt, um sich ein bisschen kennenzulernen, um aber auch auf die einzelnen Rennstrecken einzugehen, weil die sind noch nicht in Stein gemeißelt. Vorschläge von mir sind dann Imola, hier Brands Hatch, Zandvoort in Holland, Monza, halt das, was so Assetto Corsa einem anbietet. Aber auch da kann man alles nochmal zusammen abstimmen. Ich würde mich freuen, wenn sich einfach Leute melden, ja, dass hier auf der PS4 einfach auch coole Online-Rennen stattfinden. Und das macht deutlich mehr Spaß, als gegen die KI nur zu fahren. Jetzt muss ich mich mal ein bisschen auf das Qualifying konzentrieren. Ich habe noch 9 Minuten Zeit. Setup habe ich soweit eingestellt, sprich bisschen Benzin abgelassen. Benzin rechne ich hier so ungefähr mit 2,5 Liter wieder. Das ist so mit Reserve eingerechnet. Noch bin ich an Position 16. Ich hoffe natürlich wieder so in die Top 10 vorzufahren, weil auch auf dieser Rennstrecke ist das Überholen extrem schwierig. Sie ist eng, hügelig, kurvenreich, also ist echt schwer vorbeizukommen, ohne dass man gleich einen Crash riskiert. So, die Aufwärmrunde ist rum. Jetzt gilt es, eine gute Runde hinzulegen. Es fängt schon hier an, die Kurve gut zu bekommen, ja, dass man fast hier im Blindflug diese Rechtskurve kriegt, hier den Bremspunkt richtig setzt, nicht zu schnell reinfährt. Kurve macht nämlich rechts zu. Jetzt schön raus beschleunigen, das Gas aufziehen. Hier rechtzeitig einlenken, sich nicht zu weit raustragen zu lassen. Das hat ganz gut funktioniert. Auch die Kurve finde ich extrem schwierig. Ich sag mal so, es ist eine Doppelrechts, ob das wirklich so stimmig ist, aber ich finde fahrerisch echt schwierig, die Kurve genau zu treffen, um nicht zu viel Zeit liegen zu lassen. Ja, hier bin ich zu spät dran gewesen, aber es ging gerade noch. Unaufmerksam aufs Grün gekommen. Auch hier nicht ganz optimal getroffen, die Kurve. Ja, die Runde ist durch. Das war nix. Aber wir haben ja noch genügend Zeit, ausreichend Runden zu fahren, um dann eine gute Platzierung zu bekommen. Noch bin ich zwar Position 1, aber das wird sich, glaube ich, schnell ändern. Da werde ich durchgereicht werden, wenn die anderen Fahrer dann ihre Runde beendet haben. Ja, geht schon los, Position 3. Okay, jetzt mal Konzentration.
Hier muss man auch den richtigen Punkt finden, dass man hier schön innen bleiben kann und frühzeitig wieder aufs Gas zu steigen. Das ist jetzt schon besser und da sieht man auch gleich, dass die Zeit ins Grüne geht. Ja, bisschen ins Heck weggegangen, aber Zeitverlust hielt sich in Grenzen. Hier auch schön innen genommen die Kurve, passt. Bisschen Zeit verloren. Nein, nee, eigentlich nicht. Ging. Aber auch nur Position 12. Also da muss ich mich noch etwas steigern. Jetzt nur Position 13. Ja, auch hier Zeit verloren, zu weit rausgetragen worden. Die Kurve ganz gut genommen, schön innen geblieben. Eine halbe Sekunde schneller. Hier konnte ich ein bisschen Zeit rausfahren. Hinten links wird der Reifen ganz schön warm. Und unter die Top 10, Platz 8. Sehr gut. Ja, hier deutlich zu spät gebremst und schon abgeflogen. Ja, die Kurve finde ich extrem schwer. Entweder man bremst zu früh, dann merkt man das richtig, man kommt viel zu weit nach innen rein, ja, verliert richtig Zeit, oder man bremst einen Tick zu spät und man fliegt eigentlich ab von der Strecke und landet im Kiesbett. Ja, das brauche ich eigentlich gar nicht mehr zu kommentieren. Einfach zu schnell reingefahren, das Heck ist hinten weggegangen.
Das Qualifying ist rum, Platz 9, ja, Ziel erreicht. Ich wollte unter die Top 10. Passt. Jetzt schauen wir mal, was das Rennen bringen wird und ob es dann tatsächlich die Position 9 wird oder ob irgendeiner jetzt auf dem letzten Meter nochmal eine schnelle Runde hinlegen wird. Schauen wir mal jetzt auf gleich die Platzierungen. Ja, Platz 9 ist bestätigt. Wunderbar. Und jetzt nochmal nach der Spritmenge schnell gucken. Das richtig einstellen. Dann kann es auch gleich losgehen. 10 Runden sind zu fahren. Ich sagte ja so 2,5 Liter. Ich habe ein bisschen Reserve noch dabei. So, Achtung, nicht den Start verpennen. Los. Okay, das ging gut. Warum bleibt er stehen? Okay, ich komme vorbei. Hier innen bleiben schön. Bin ich ein bisschen defensiv. Werde schon angerempelt hier von meinem Kontrahenten. Egal, nicht viel passiert. So, jetzt hier schön innen bleiben. Gucken, dass man gut durch die Kurve kommt. Und abgefahren. Aber ich zu weit innen auf dem Körper und dann rutscht das Auto einfach weg. Gut, ich bin in Position 7, konnte zwei Plätze gut machen. Passt doch soweit. Hinten links, der Reifen ist schon warm geworden. Egal, der hält. Auch während dem Training und der Qualifying ist er ja immer wieder warm geworden. Aber da merkte ich eigentlich keine negativen Auswirkungen. Er ist mir nicht weggerutscht. Solange er noch orange ist, ist ja alles gut. So, das Feld hat sich so ein bisschen sortiert. Ich habe ausreichend Abstand zu meinem Hintermann. Der hängt mir zum Glück nicht gleich im Getriebe und macht Druck. So, dass ich mich hier ganz auf meinen Vordermann konzentrieren kann. Dass ich da erstmal dran bleibe und den nicht verliere. Dass ich erstmal jetzt in den Rhythmus reinkomme. War ich ein bisschen vorsichtiger, aber ich will nicht gleich abfliegen. Und Position 7, wenn das am Ende vom Rennen rausspringt, wäre es genau ideal. Hier zu sehr auf den Curb gekommen, muss ich aufpassen. Ein bisschen Zeit verloren. Achtung auf der Innenseite, der lauert. Aber kam nicht vorbei und hat mich auch zum Glück nicht gerempelt. Ist ja bei der KI immer mal so ein bisschen, ja, man weiß immer nicht so richtig. Manchmal schnallt es, manchmal schnallt es nicht. Dann ist halt ärgerlich, weil dann das Rennen eigentlich vorbei, wenn die dich hinten rausdreht. So, ich werde mich jetzt mal aufs Rennen konzentrieren und mal ruhig sein.
Fünf Runden sind rum, beziehungsweise ich bin in der fünften Runde, habe eigentlich einen ganz guten Rhythmus gefunden. Ja, ich kann den Abstand halten. Position 7 läuft ganz gut. Leider entwickeln sich keine spannenden Zweikämpfe. Dafür komme ich nicht vorne ran und der hinter mir zum Glück ist weit genug weg. Aber ich sagte ja schon im Qualifying, dass die Rennstrecke äußerst schwer ist, um irgendwo zu überholen. Also auch wenn ich jetzt näher rankommen würde, wüsste ich gar nicht, an welcher Stelle ich wie überhole, um keinen Crash zu riskieren. Dann ist mir doch die Position 7 in den Punkten deutlich lieber, als dann irgendwo am Ende des Felds mich wieder einreihen zu müssen. So, vom Sprit her wird das auch gut funktionieren. Da habe ich eher noch einen Tick zu viel an Bord, aber egal. Das macht, glaube ich, gar nicht so viel aus, wenn da ein paar Kilo mehr an Bord sind. Zumindest merke ich das jetzt für Fahrverhalten nicht. Reifen halten auch ganz gut, also auch wenn der hinten links immer mal wieder zu warm wird. Aber er wird ja nur so leicht orange und von daher, das passt. Ich merke einfach nicht, dass er anfängt zu schmieren. Gott sei Dank.
Runde 8, alles ist noch gut, läuft gut, Fahrzeug fühlt sich gut an, konnte den Abstand jetzt etwas verringern, aber so richtig in eine Position, dass ich jetzt reinfahre und sage, ich überhole den noch, habe ich auch noch nicht gefunden. Von daher, ich glaube, ich bleibe einfach mal ein bisschen defensiver, weil der Hintermann ist auch weit weg und ich fahre lieber die Punkte ein für Platz 7, was mir im Endeffekt mehr bringt, als jetzt hier nochmal alles zu riskieren. Ja, ich bin da mal gespannt auf die anderen Rennstrecken, zum Beispiel Monza, da lässt sich viel besser überholen, gerade in der Schikane nach Start und Ziel. Die Rennstrecke ist auch irgendwie breiter und ist natürlich Highspeed. Und hier ist Ecken, Kanten, Steigungen, Gefälle, enge Kurven. Dafür habe ich auch zu wenig geübt auf dieser Rennstrecke, um die jetzt hier wirklich total perfekt fahren zu können. Ganz im Gegenteil, wahrscheinlich werden euch krasse Fehler auffallen, die ich bisher nicht abstellen konnte. Wenn ja, schreibt sie doch in die Kommentare rein. Ich bin immer dankbar für Anregungen und gute Hinweise. So, Runde 9. Nochmal der Hinweis, wenn ihr Bock auf eine Online-Liga habt, Rookie-Meisterschaft, guckt auf die Facebook-Seite, Link findet ihr in der Beschreibung unten und meldet euch an und es wäre schön, wenn wir irgendwie so eine Meisterschaft zustande bekommen. Ja, Mindestalter 16 Jahre, haben ansonsten keine Voraussetzungen, natürlich alle Anfänger sind herzlich eingeladen, um hier ihre ersten Rennerfahrungen zu machen, einfach sich zu trauen, online zu fahren und dass man sich halt zusammen in den Rennen steigern kann, so dass es dann zu spannenden, aber wirklich fairen Wettkämpfen kommt, ja, und nicht, dass irgendeiner so schnell die Nerven verliert und rempelt einen raus. Und nochmal ganz wichtig, auch wenn man mal rausgerempelt wurde oder man hat die Kontrolle über das Auto verloren und steht neben der Rennstrecke, das ist kein Grund, den Server sofort zu verlassen. Ganz im Gegenteil, Rennen werden zu Ende gefahren und das macht richtig Spaß, auch wenn man sich dann von hinten nochmal rankämpfen muss, ja, nicht gleich den Kopf in den Sand stecken und sagen, okay, ich disconnecte und zack bin ich weg, weil ich habe keinen Bock mehr. Das ist genau die falsche Einstellung und auch die Leute, die so agieren, sind nicht willkommen in dieser Gruppe, sondern ganz im Gegenteil. Also, keine Angst haben, meldet euch an, ich würde mich freuen, wenn es klappt. So, letzte Runde. Jetzt aufpassen, dass mir nicht noch ein Fehler unterläuft. Gerade wo ich die ganze Zeit jetzt am Reden war, dass ich hier nicht einen Bremsprung verpasse. Eieiei. Jetzt brauche ich auch kein Risiko mehr eingehen. Bin eigentlich safe mit Platz 7. Ziel erreicht, ich wollte unter die Top 10. Jetzt hier nicht zu schnell reinfahren. Ja, das passt. Das war echt ärgerlich, jetzt kurz vor Start hier nochmal abzufliegen und im Kiesbett zu landen. Bingo, cool, geschafft. Ja, das war das Rennen in Brands Hatch. Coole Sache. So, jetzt schauen wir nochmal aufs Gesamtklassement. Jawohl. So, jetzt noch mal ein paar Bilder aus der Wiederholung zum Abspann. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich weiß momentan gar nicht, wo der vierte Lauf stattfindet. Ich glaube in Monza. Ja, dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lasst einen Daumen da, schreibt was in die Kommentare, meldet euch bei der Facebook-Gruppe an. Bis denne, tschüss.